Das kleine Y. Stille herrschte in McCool, als ein Student hochkonzentriert an seiner Arbeit schrieb. Kaum verließ er den Raum, ging der Wettkampf zwischen den Tasten los. Ich wurde am meisten gedrückt, prahlte das E. Auch ich wurde sehr oft gebraucht, sagte das A stolz. Plötzlich brach großes Gelächter aus, denn das kleine Y wurde schon wieder kein einziges Mal benötigt. Die Nacht brach an und die kleinen Tasten schliefen tief und fest, nur das kleine Y nicht. Nie werde ich hier gebraucht. Am Boden zerstört, packte es seine Sachen und machte sich auf den Weg. Als blinder Passagier war es auf den verschiedensten Verkehrsmitteln unterwegs. Heimlich schlich es sich dann auf das größte und schönste Schiff, das es sah. Wieder lag eine lange Reise vor ihm, bis es schließlich eine seltsame Statue im Horizont sehen konnte, die immer näher und näher kam. Kaum auf dem Festland angelangt, erblickte es eine riesige Tafel mit der Aufschrift »Welcome to New York« mit Y geschrieben. An jeder Ecke konnte man den Namen von Prominenten lesen, in der ein Y vorkam. Aber das Beste kam erst noch. Die Amerikaner benutzten in ihrer Sprache so viele Y, wie die kleine Taste noch nie in ihrem Leben gehört hatte. Das kleine Y hatte endlich einen Platz gefunden, wo es hingehört, und war endlich glücklich.